und ihr werdet sehen, wie einfach das Ganze geht. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen, hi, mein Name ist Katrin und heute nehme ich euch einmal mit bei der Entfernung meiner Happy Glam Nägel. Denn ich weiß, ihr seid da auch immer sehr neugierig drauf. Dauert es lange? Geht es einfach? Und wie geschädigt sind eure Nägel? Das alles werdet ihr jetzt einmal im Anschluss natürlich sehen und ihr werdet sehen, wie einfach das Ganze geht. Wir haben mit Happy Glam ein richtig cooles System und ich weiß nicht, wem es genauso geht wie mir. Ich glaube aber sehr vielen, dass Nagellack einfach wirklich bei mir keine 2 Minuten und er ist verdatscht oder ich habe mir irgendwo angestoßen, weil ich ja auch die Finger nicht so gerne so still halten mag. Und es sieht einfach nicht lange schön aus. Man sitzt da und macht sich Mühe und rucki zucki, beziehungsweise nach einem Tag ist das Ganze dann wieder passé, gerade wenn man mit den Händen arbeitet. Deswegen bin ich jemand, der immer versucht, irgendein System zu finden, was das Ganze natürlich haltbar macht und meine Fingernägel lange und schön aussehen lässt. Happy Glam hat auch so ein, ach, das sieht einfach wunderschön aus, dieser Glanz auf den Fingernägeln. Hält bei mir nicht ganz so lange, denn ich bin ein kleines Arbeitstier, das sowohl auf Baustellen wie in der Gastronomie rumflitzt und da müssen die echt einiges mitmachen. Dennoch hält der Lack einfach viel länger wie normaler und ich habe auch, wenn ihr Interesse habt, einen Code für euch. Der lautet Katrin Happy 40 und mit dem könnt ihr einfach 40% sparen. Also wenn ihr Interesse habt an diesem System, euch vielleicht gegebenenfalls, weil ihr das System schon zu Hause habt, einen Lack nachkaufen möchtet oder einfach ein bisschen stöbern möchtet oder so, dann könnt ihr den natürlich gerne nutzen. Einmal eingeblendet, einmal unten in der Infobox alle weiteren Informationen für euch. Und ich hoffe, ich kann euch mit dem Video ein bisschen einen Eindruck geben, wie einfach diese Entfernung ist und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei meiner Entfernung. Wir befinden uns hier jetzt wieder bei meinen Nägelchen in Großaufnahme, damit ihr auch schön mitgucken könnt, wie ich das Ganze bunter bekomme. Und die Nägel haben echt einiges mitgemacht. Die waren schon auf der Baustelle unterwegs. An manchen Kanten habe ich halt so ein bisschen Verlust schon und hier gab es einfach einen Komplettverlust. Das heißt, meine Nägel sind bereit, mal abgemacht zu werden und dann neu gemacht zu werden. Und da dachte ich, ich zeige euch einfach mal, wie leicht das eigentlich geht, die wieder zu entfernen. Und ich fange an mit einer Feile und feile mir so die oberste Schicht einfach schon mal an, beziehungsweise rau die an und feil die so ein bisschen runter. Das mache ich jetzt bei allen Nägeln. So sieht das Ganze nach dem Feilen einmal aus. Ihr müsst einfach nur so ein bisschen die oberste Schicht abfeilen und nicht bis Anschlag zum Nagel runter. Und wenn ihr das gemacht habt, geht es eigentlich ziemlich simpel weiter, denn es gibt diese Soak-Off-Tücher bei Happy Glam. Auch in den Sets, die ihr kaufen könnt, sind die drin. Und die sehen einmal so aus. Ich nehme die mal hier raus. Wir haben immer so 2 Stück zusammen. Die reißt ihr euch einmal auseinander. Hier steht einmal Happy Glam and Soak-Off drauf. Und auf der anderen Seite haben wir, dass wir hier einmal hier das öffnen können. Und ich hoffe, man kann das gut erkennen. Hier ist nämlich so eine kleine, friemelige Folie, sage ich immer, die ihr abmachen könnt. Und dann haben wir einen Klebestreifen darunter, um das Ganze auf dem Nagel zu fixieren. Natürlich, innen drin haben wir so ein kleines Pad, was getränkt ist. Und das legen wir uns auf den Nagel, platzieren das, ziehen dann diese kleine Folie runter und wickeln uns das einmal mit diesem Klebestreifen, dass das Ganze am Finger hält. Was ich euch empfehlen kann, sind hier so Nagelclips, die das Ganze noch mal ein bisschen besser fixieren und es rutscht nicht so auf eurem Fingernagel. Das Ganze, wie gesagt, auch bei allen Nägeln einfach machen. Einmal sind jetzt alle Fingernägelchen eingepackt und wirken ein. Und ihr merkt das auch hier,
dass die sich schon so, die brechen richtig auf. Und ihr merkt das, wenn die anfangen, sich zu lösen. Tut mir echt den Gefallen und zieht euch das Ganze nicht ab, auch wenn es sich löst. Dann schneidet es lieber mit der Schere das Stückchen ab und setzt euch dann hin und macht die Nägel vernünftig runter. Denn sonst zieht ihr euch ein Stück von eurem Nagel ab und schädigt somit euren Nagel. Wenn ihr denkt, die Einwirkzeit sollte passen, nehmt euch einfach den Clipsi runter oder wenn ihr keinen Clipsi habt und fangt an, so ein bisschen hier dran zu wackeln. Und dann merkt ihr schon, wie das Ganze sich so ein bisschen löst. Der hier fühlt sich noch ein bisschen an, als bräuchte er noch ein Minütchen. Deswegen packe ich mir meinen Nagelclipser wieder drauf und warte noch ein, zwei Minütchen. Ich mache das Ganze übrigens hardcore, alle Nägel auf einmal. Ihr könntet natürlich auch Hand nach Hand machen, dann ist ein wenig einfacher, wie alles auf einmal zu machen, da man doch etwas gehemmt ist. Ich bin hier Team ungeduldig und deswegen mache ich meine Nägel immer alle gleichzeitig, auch wenn ich dann ein bisschen rumfriebeln muss, bis ich das Ganze um die Finger gewickelt habe. Aber natürlich ist es besser, eine Hand nach der anderen zu machen, damit ihr auch diese Pads und so richtig gut fixieren könnt. Die 2 Minuten sind rum und ich schau mal, was mein Fingernagel macht. Ich drehe hier nochmal so ein bisschen und ziehe das Ganze ab. Und ich glaube, man kann es hier auch ganz gut erkennen, was ich meinte mit, das bricht richtig. Ich zeige euch das mal gerade an dem anderen Fingernagel hier, denn der ist ja noch am Einwirken und ich glaube, hier sieht man richtig gut, was ich meine. Das Ganze bricht so richtig runter. Der braucht natürlich jetzt noch ein bisschen. Und wir haben ja dieses tolle Stäbchen hier und damit könnt ihr ganz easy die letzten Reste so ein bisschen runterkratzen. Und macht da echt einen Fingernagel nach dem anderen, denn sobald da Luft dran kommt, wird das Ganze natürlich wieder hart. Aber wenn die so frisch eingeweicht sind, kriegt ihr die ganz easy runtergekratzt. Ich zeige es euch noch einmal an dem nächsten Fingernagel, der müsste nämlich auch in Ordnung sein. Und hier ist sogar schon eigentlich alles soweit ab. Wir haben unsere kleinen Stücke, die hier runterbrechen und wie gesagt, hier an den Kanten zum Beispiel, wenn noch etwas hängen bleibt, kriegt ihr das ganz easy und einfach runtergemacht. Wie gesagt, ihr braucht keine ewig langen Einwirkzeiten. Hier ist noch ein bisschen mehr, aber ihr seht, das Ganze ist wirklich so, dass ihr das ohne viel Druck oder Aufwand runterkratzen könnt und euer normaler Fingernagel wieder zum Vorschein kommt. Natürlich ist hier ein bisschen Aceton drin, was eure Nagelhaut und eure Nagel etwas angreift. Geht da einfach hin und benutzt ein schönes Nagelöl noch zur Pflege oder macht euch noch eine Handmaske, damit die Hände nochmal so ein bisschen Feuchtigkeit kriegen, da das Ganze natürlich auch immer ein bisschen austrocknet. Hier muss ich zum Beispiel gar nichts mehr machen an dem Fingernagel. Wir gehen auf die andere Seite. Und auch da haben wir, das könntet ihr sogar, seht ihr das, mit dem Fingernagel einfach so ein bisschen abkratzen. Also es ist wirklich nicht mehr fest oder hängt irgendwo und geht, da fällt schon der nächste, geht super, super simpel und einfach wieder runter. Den Daumennagel habe ich gerade vergessen wieder einzuweichen. Das hole ich jetzt noch nach, denn der ist natürlich noch fest, das sieht man auch, auch wenn er so ein bisschen brüschig schon ist. Die anderen Nägel soweit, wie gesagt, hier so ein paar Reste, kriegt ihr easy runtergekratzt. Und ich dachte, das hier interessiert euch auch, denn man muss natürlich auch immer wissen, wie schonend ist die Entfernung, wie sehen die Nägel danach aus. Und das ist, wie gesagt, einmal die Entfernung von Happy Glam Nägelchen, LED Lack, Nagellack, der super einfach, finde ich, runtergeht. Und ich denke, ich konnte euch das ganz gut zeigen, euch einen Eindruck verschaffen, wie die Nägel vielleicht angegriffen sind oder nicht. Ich meine, wir müssen nicht drüber reden, dass alle Methoden so ein bisschen die Nägel natürlich angreifen, aber versucht wirklich diese schonende Entfernung, zieht nicht an euren Nägeln und
Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, Mittag. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!